Okay, wie gesagt, das ist die Endstellung. Wir fangen aber ganz anders an. Wir fangen im Sitzen an. Gut, ich hoffe, du kannst es dir wieder bequem machen. Es ist wirklich nicht vorgegeben, ob du auf einem Sitzkissen sitzt oder auf einem Stuhl. Das Einzige, was vorgegeben ist für Meditation, ist, dass die Aufrichtung da sein kann, die Verbindung von Sitzknochen bis Scheitelpunkt. Und dass sie was Müheloses hat, das, denke ich, entsteht, weil du schon länger Yoga machst. Und wirklich über Balance dieses aufrechte Sitzen hinbekommt, nicht durch Festhalten oder muskuläre Bemühungen. Denn Meditation und das ganze Yoga heißt diese feine Mischung aus Bemühen oder Anstrengen oder Disziplin und Loslassen, Entspannen, Freigeben. Und so richten wir dann unsere Aufmerksamkeit als erstes auf den physischen Körper. Und es wird deswegen zur Meditation, weil wir es lange halten, weil wir die Aufmerksamkeit dort halten möchten. Ich weiß nicht, ob ich mich zu oft wiederhole, aber es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass alles andere trotzdem passieren darf, dass die Aufmerksamkeit zu halten nicht heißt, dass wir etwas anderes unterdrücken oder wegschieben. Das heißt nur, dass wir den Fokus liegen lassen oder wenn wir merken, dass er abgedriftet ist, wieder zurückholen. Das heißt, Geräusche können was mit dir machen, Gedanken, Gefühle können auch was mit dir machen, nur wirst du die Aufmerksamkeit eben nicht fokussiert dann dorthin gehen lassen. Sondern im Moment ist der physische Körper dran. Und ich bin mir sicher, dass in der Vielfalt der Eindrücke findest du welche, die davon sprechen, dass Gewicht niedergeht, ich vermute mal, dass es Berührung geht und deutlich wird, das Physische hat eine Form. Auch wenn ich fast wetten könnte, dass du nicht die ganze Form von dir jetzt in diesem Moment erlebst, dass du es eher bruchweise serviert bekommst. Und die meditative Frage ist, kannst du verweilen bei diesen Eindrücken? Denn vermutlich haben wir so eine Gewohnheit im Alltag, sehr zu springen. Und wenn ein anderer Eindruck auftaucht, schwupp, ist unsere Aufmerksamkeit da. Und dann springt sie eigentlich von Eindruck zu Eindruck. Die physischen Eindrücke, die sind sehr langanhaltend und so ist es eine gute Grundlage für die Aufmerksamkeit, sich niederzulassen, zu verweilen. Meine Hoffnung ist auch, dass es auch wieder Genuss bedeutet, was dieses Verweilen vereinfacht.
Und dann wechsel. Es ist eine Entscheidung, zu den Eindrücken zu gehen, die entstehen durch den Lebensfluss. Wieder ganz sicher bin ich mir, dass du Eindrücke bekommst von deinem Atem. Beim Lebensfluss geht es immer noch um Spüren. Nicht um, was du denkst über den Lebensfluss, sondern welche Erfahrung du gerade in diesem Moment machst. Ich könnte mir vorstellen, dass der Körper flächiger erfahrbar wird als beim physischen. Weil du all diese kleinen, feinen Bewegungen hast im Körper. Ein Geschenk des Lebensflusses, dich zu nähren, zu unterstützen, zu beleben. Dann wäre da auch noch deine Psyche, ein sehr aktives und feines Medium. Und was du entdecken kannst, ist, dass deine Psyche ganz selbstständig arbeitet. Auch ohne unser Einmischen findet dort ständigen Wechsel, ständige Aktivität statt. Und Meditation heißt, dass wir uns erlauben, genau diese selbstständige Aktivität zu beobachten, uns daran erfreuen vielleicht, dass wir uns gar nicht einmischen müssen jetzt. Im Alltag ist es anders. Da werden wir diese Informationen gebrauchen und dann auch was damit machen. Aber jetzt ist es wie ein Luxus, einfach zuschauen zu dürfen. Zuschauen, wie schnell Eindrücke kommen und auch wieder verschwinden und durch neue ersetzt werden. Würden sie nicht verschwinden, dann würde sich da was anstapeln in unserer Psyche. Das tut's nicht. Es ist immer wieder ein offener, weiter Raum. Ich hoffe, du hast eine Freude an dieser Vielfalt der Informationen. Alle Formen von Wahrnehmungen, alle deine Sinne können was dazu beitragen.
Dein Denken wird immer wieder was dazu beitragen. Dein Fühlen auch. Und ob du es willst oder nicht, da werden immer wieder Wünsche und Bedürfnisse aufpoppen. Das Verrückte ist aber, dass wir dieses Kommen und Verschwinden von all diesen psychischen Eindrücken anschauen können. Und das heißt, dass etwas anders in der Psyche, etwas noch Subtileres, verweilend ist, einfach da ist. Dieser subtile Aspekt, den wollen wir eigentlich immer wieder erkunden. Mit ihm brauchst du ein bisschen Geduld und Ausdauer. Es ist wie so ein bisschen wie ins Nichts zu schauen, vielleicht. Oder nicht zu wissen, was wir da eigentlich anschauen wollen. Und im Erleben kann dir das Denken nicht mehr helfen. Die ganze Psyche kann uns nur wie Wegweiser sein. Aber dann das Gehen, das Erleben, das muss ohne diese Wegweiser geschehen. Damit endet dieses Schauen und es beginnt unser Versuch, auf eine gute Art mit all diesen Aspekten umzugehen. Und wieder als erstes nehmen wir das Wünschen und das Wollen und schauen einfach nach, ob es gut gestimmt ist, ob es wirklich freundlich ist und die Motivation für diese Stunde sehr wohlwollend uns selbst gegenüber ist. Und vielleicht können wir uns schon so ein Reichtum wünschen, dass wir es auch gerne teilen mit anderen Menschen und Lebewesen. Gut. Ich stelle mir vor, dass du vielleicht die Beine ein bisschen strecken musst, weil wir jetzt schon eine Weile gesessen haben.
Und dann komm aber nochmal in einen bequemen Sitz. Und wie so oft kümmern wir uns um diese Grundeinheit von dem Becken bis zum Scheitelpunkt. Und machen mit ihm, was er so alles machen kann. Und das Erste, womit wir beginnen, ist, dass wir die Hände falten hinter dem Kopf und einfach mal beginnen zu spielen von Rundung und so ein bisschen eine Holung. Aber fang ganz, ganz soft an. Such wieder, wo ist es mühelos, die Bewegung? Wo ist es noch gar keine Dehnung, sondern einfach müheloses Bewegen? Und dann hab weiter Kontakt zum Spüren und zum Fühlen, weil einfach die Idee, da immer weiter zu gehen, zu runden und zu holen, das ist eine gute Idee. Aber ob sie für dich heute Abend in diesem Moment gut ist, das kann dir nur das Spüren und das Fühlen sagen. Und schau, dass du wie mit dem Spüren so umgehst, dass nicht alles, was du spürst, ein Zeichen ist, dass es gut ist, sondern frag dich, dehne ich oder quetsche ich eigentlich etwas vom Körper? Wir wollen ihn ein bisschen öffnen, schmelzen, weiten, aber sicherlich nicht quetschen, zusammendrücken, einengen. Und dann für einen Moment bleib in dieser Rückbeuge. Genieß es, dass auch hier der Atem dir hilft. Und ich könnte mir vorstellen, dass er wieder mehr die Vorderseite von dir ein bisschen massiert. Die Hände können so ein bisschen den Bogen noch fördern, wieder vorausgesetzt, alles sagt Ja dazu. Und dann komm nochmal in die Rundung. Die Ellbogen können mehr zusammengehen. Und die Hände können sogar so ein bisschen schwer werden, vorausgesetzt, alles wieder sagt Ja in dir. Oh ja, das fühlt sich nach Weitung an oder vielleicht ist es sogar ganz neutral. Und dann kehr in die Mitte zurück, entlass die Arme. Und guck, ob es was zu ernten gibt. Und dann starte mit einer Seitbeuge. Hab ein bisschen Zeit, nimm nicht gleich den Arm dazu, sondern hab Zeit, wie den Bogen denken zu können. Zur einen Seite und zur anderen Seite. Und wieder finde das Mühelose, wo es noch gar nicht den Körper weitet, sondern wo es dich überzeugt, dass Seitbeuge für dich ganz mühelos möglich ist. Da ist vielleicht irgendwo eine Grenze und an die kommst du auch ganz automatisch ran, aber vielleicht ist sie ganz woanders, als du denkst.
Vielleicht sind es die Iliosakralgelenke, die sagen, nee, 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 wir können da nicht so schnell zur Seite uns verlagern. Und der obere Teil sagt, ich könnte eigentlich weitergehen. Aber du horchst immer auf das schwächste Glied. Yoga heißt, dass du wie achtsam bist und diesem schwächsten Glied Zeit gibst. Und dann komm zu einer Seite, je nachdem, ob du auf dem Stuhl sitzt oder eben am Boden, wirst du dich abstützen. Und je nachdem, wie gelenkig du bist, fährt der Arm nah oder ganz weit raus. Dann versichere dich wieder, was du spürst, wo für dich gerade eine Arbeit stattfindet. Für mich ist es im Moment an den Iliosakralgelenken, gar nicht auf der Flanke, aber für dich ist es vielleicht auf der Flanke. Und dann nimm den Arm hinzu, in den Bogen hinein. Und dann kriegst du ganz sicher irgendwo dort eine Flankenbeteiligung. Schau, dass die so ist, dass der Atem da reingehen kann. Und dann beginn ein bisschen mit den Faszien zu spielen, indem du dich wieder reindrehst und ein bisschen aufdrehst. Und die Faszien sind wie ein Netz im Körper, die umgeben eigentlich alles, kleine Teile der Muskel, den ganzen Muskel. Und das Netz ist, kannst du spüren, dass jede kleine Bewegung etwas bewirkt für dieses Netz. Und wieder ist es dein Spüren, was dir sagt, wann du mit diesem Netz auf eine gute Art umgehst, wann du es weitest, anschmilzt und es richtig gut gehen lässt. Und dann löst das Ganze auf, komm in die Mitte und schau nach dem Ergebnis. Und es wäre für mich ganz wunderbar, wenn die Dehnung jetzt nicht mehr das Ergebnis ist. Denn das ist ja die Übung, sondern dass du was anderes erntest aus den Dehnungen und dass das jetzt in dein Leben kommt. Ich glaube, der Atem kann dazu beitragen, dass du sagst, okay, die Seiten sind tatsächlich unterschiedlich. Dann schwing noch mal kurz, aber begib dich dann zu der anderen Seite. Genieß es wieder, das Spüren und auch, ob du dich wohlfühlst oder unwohl. Entscheidet, wohin du gehst und ein bisschen wartest. Und dann nimm wieder den Arm in einen Bogen. Pass auf, dass er nicht eckig ist. Und dann lass ihn wirklich auch ein Bogen sein. Und schon da, glaube ich, kannst du was einstellen, wo der Körper, das Physische, so ein bisschen Zeit braucht. Er ist einfach so langsam im Vergleich zum Lebensfluss und zur Psyche. Ist der physische Körper ganz langsam. Das hat Vor- und Nachteile. Dann spiel ein bisschen wieder mit den Faszien. Probier kleine Bewegungen aus. Dreh dich rein, dreh dich auf. Schaukel vielleicht ein bisschen noch mit dem Arm, der sich abstützt. Aber hab diese Ausrichtung von dich weiten und öffnen wollen.
Es ist aber nicht quetschen und zwingen und drücken. Das ist ein ganz anderer Prozess. Und dann kehr wieder zurück. Ernte. Und natürlich sagt der Atem was zu diesen neuen Möglichkeiten, die er hat. Aber guck mal auch, ob das ganz feine Prickeln, das ganz feine Fließen dich auch mit was informiert. Dann bleibt uns noch der Drehsitz, weil wir natürlich die Grundeinheit auch drehen wollen. Und dazu, vielleicht musst du auch noch mal die Beine strecken, weil wir jetzt schon so lange sitzen. Bevor du wieder eins einklappst, wenn du am Boden sitzt, aber du kannst den Drehsitz auch sehr gut auf dem Stuhl machen. Und jetzt brauchst du eine Art Körperweisheit. Du brauchst das. Du weißt, wie ein aufrechter Rücken ist, dass der ein Doppel-S in der Wirbelsäule hat. Und daher ist wichtig, hinzulangen und sich zu überzeugen, dass die Lende nach innen geht. Sehr gerne würde ich jetzt bei euch allen rumgehen und das wirklich checken, aber du musst es selber checken. Und das andere ist, dass du dein Bein an verschiedenen Stellen aufstellen kannst. Für viele wird es richtig sein, dass das Bein vor dem Knie steht, damit dieses Bein auch wirklich seine Beinachse ausdrückt, sprich Oberschenkel, Unterschenkel und Fuß etwa bis zum zweiten Zeh haben eine Richtung. Aber manche von euch sind gelenkig und könnten da das Bein hinter das Knie bringen. Aber bitte macht das nur, wenn die Lende weiter aufgerichtet ist. Und du auf beiden Sitzknochen gleich sitzen kannst. Bei mir. Und dann richte das Bein auf. Das soll nicht so gefallen da liegen. Ist zwar nicht schädlich, wenn wieder alle drei Beinteile gleichmäßig rausfallen, aber ich würde dir raten, wenn du es eben nicht aufrichten kannst und wieder Oberschenkel, Unterschenkel, zweiter Zeh hinkriegst, dann ist oft hier schon die erste Rotation auf der Außenseite des Beckens, dann stell es lieber so. Denn viel wichtiger als was die Beine machen, wird jetzt wieder sein, was diese Grundeinheit, wie die in die Rotation geht. Daher spiel wieder die Rotation, da wo sie mühelos ist, finde das raus und krieg ein Gespür für mühelose Bewegung. Dass das wie so ein Marker bekommt für den Alltag, dass du dich so bewegen möchtest. Ganz geölt und leicht und stabil, nicht irgendwie ständig verschoben, sondern mit diesen Räumen, die der Körper, der Lebensfluss braucht. Und dann beginn dich so ein bisschen abzustoßen, aber nicht, um dich wieder eng zu machen, sondern du stößt dich nur ins Elastische hinein. Da, wo der Körper nachgibt. Nicht, wo du ihn zwingst. Und dann vollende, mach die Aufdrehung so, dass du in die Richtung drehst, wo der Fuß
ganz nah ist am Po, in die Richtung drehst du auf. Und dann wieder schau, dass du nicht aus so einer Härte mit dem physischen Körper umgehst, sondern dass er die Chance hat, so nachzulassen, zu schmelzen. Wirklich sehnt er sich ein bisschen danach. Nur wenn du mit so ehrgeizigen Ansprüchen kommst, dann kann er das nicht erfüllen. Aber ansonsten ist er eigentlich sehr willig, nachzugeben, nachzulassen, wenn du ihn auf die richtige Art ansprichst. Und wieder ist es nicht nur du und dein Wille, sondern eben auch der Atem, der Lebensfluss, die mitsprechen. Und dann entlass dich für einen Moment. Fallen auf die Beine. Dein System weiß, wir üben jetzt nicht, sondern es ist Zeit für die Auswirkung, für die Früchte, für eine Aussprache. Und wenn niemand was mehr sagt, oder sehr wenig gesagt wird, dann ist es wichtig, dass du weißt, dass das ein gutes Zeichen ist. Und eigentlich müsste ich dir das gar nicht sagen, denn die Wahrscheinlichkeit ist ganz groß, dass du dich damit wohlfühlst. Außer es ist vielleicht sehr neu für dich oder überraschend. Dann wechseln die Beine ihre Aufgabe. Wieder sitzt du sehr symmetrisch auf beiden Sitzknochen gleich, bevor du entscheidest, wohin bringe ich das Bein? Vor das Knie des eingeschlagenen Beines? Oder kann ich es drüber nehmen, weil ich recht gelenkig bin? Ja, bei mir sieht man, ich kann es nicht. Einmal meckert mein Knie und das andere ist, hier rutscht mein Becken hoch, was ein Zeichen ist, dass ich das Bein nicht pur darüber bringe. Ja, ich habe es jetzt auch gar nicht hinterm Knie. Also für mich gilt, die bessere Variante ist es, vors Knie zu bringen. Vielleicht schon so ein bisschen in Schräglage, sodass hier schon eine kleine Dehnung entsteht. Aber schau nochmal nach der Beinachse. Es ist so eine gute Gelegenheit, weil wir sie hier gut sehen können und auch gut fördern können. Also Oberschenkel, Mitte Knie, weil es ein Doppelgelenk ist und gleich belastet werden möchte. Unterschenkel zum zweiten Zeh. Und dann aber kehr nochmal mit der Aufmerksamkeit zurück zu der Grundeinheit. Sie ist sehr, sehr entscheidend für deinen Zustand und so wichtig, dass die lernen, alle zusammenzuhalten. Und in der Rotation halten sie eben auch zusammen, Becken, Brustkorb, Kopf. Wieder bitte ich dich, diese mühelose Strecke der Rotation zu finden. Und wieder wie so dir zu merken, was ist so eine gute Bewegung? Wie spürst du sie? Wie fühlst du dich, wenn du dich so bewegst?
Vielleicht kannst du es zur Grundlage machen das nächste Mal, wenn du wandern gehst oder joggen oder Fahrrad fahren. Dieses Leichte und Stabile, sagen die alten Yoga-Texte. So bewegen wir uns vollendet. Und dann, ja klar, dann entsteht wahrscheinlich so eine kleine Lust, diesen Bereich noch ein bisschen zu weiten, zu mehren. Vielleicht indem du dich eben abdrückst und merkst, wo gibt es so ein bisschen nach. Und dann bleib aufgedreht, wieder zu der Seite, entweder zur anderen Seite, wenn du symmetrisch auf einem Stuhl sitzt, oder zu der Seite, wo der Fuß sein mag ist. Und genieß, dass du Atemunterstützung hast. Eine kleine Massage von innen. Wie genial ist das denn? Du könntest noch von außen massieren. Atem kann dich von innen massieren. Und dann entlass. Das Ganze sitzt frei. Und ich hoffe, es gibt was zu staunen. Zu staunen, wie leicht du geworden bist, oder zu staunen, wie lang der Atem braucht. Oder zu staunen, wie leicht es geworden ist, präsent zu sein, wie leicht du einfach ruhen kannst auf irgendeinem Geräusch oder spüren, irgendeinem Eindruck. Auch, dass sie sich vielleicht nicht mehr so jagen in dir, die Eindrücke. Und vielleicht ist es der Moment, wo du, wenn du schaust, zu deinem Urgrund oder zum Bewusstsein selbst, so einen Hauch von Geschmäckle kriegst. Ein Hauch davon, dass dein Leben nicht in so einer Vakuum stattfindet. Sondern in einer Art Substanz, aber wieder was immer ich an Worte wähle, es könnte ich falsch leiten. Was du sagen, was hast du Substanz gesagt? Das ist ja nun wirklich das Gegenteil von Substanz. Es ist eine unendliche Weite, ohne Inhalt. Aber du musst es einfach selber erkunden. Gut, dann lande in Rückenlage. Stell die Beine gerne auf.
hoffe, es zeigt sich nicht zu stark, dass du dich doch verspannt hast beim Sitzen. Oder wenn es so ist, dann hoffe ich, dass die Spannung sehr schnell aus dir rausfließen kann. Ich hoffe auch, dass du schon längst diesen Trick kennengelernt hast, dass wenn du etwas Gutes denkst, eine Möglichkeit denkst für den Körper, dass er sie tatsächlich dann besser nutzen kann. Also wieder, wenn du denkst, ich darf mich ausbreiten am Boden, wie ein Pfannkuchen. Dass das tatsächlich eine Entspannung in genau die Länge und Weite des Körpers fördert. So. Okay. Was nicht fehlen darf, ist dieses Beckenkippen, dass du die Lände mehr zum Boden bringst und dann mehr in die Holung hineinkippelst. Aber auch da bitte sofort finde das Mühelose. Pass auf mit unserer ewigen Gewohnheit, immer alles besser, höher und länger machen zu wollen. Das ist uns so eingeimpft. Aber es macht keinen Sinn fürs Yoga. Sinn macht, wenn du dich sehr, sehr wohl fühlst, wenn eine Qualität da ist, ist wahrscheinlich wie Geschmeidigkeit oder Leichtigkeit. Und dieses Mehr passiert ganz von alleine. Ich glaube, wir können da anschließen, wo wir letztes Mal waren, dass das Beckenkippen aufhört und du die Hände unter den Kopf nimmst, dass du dieses Kopfkippen, also das stärkere Holen des Halses, und dann das Längen des Halses nutzt und dass du ein Gefühl kriegst für, dass dann der ganze Rücken in einen leichten Bogen schon geht. Das heißt, auch die Lände kommen zum Boden. Und das nächste Mal, wenn du in dieser Rundung bist, dann kommst du hoch und die Lände kommen zu Boden. Der Bauch sollte sich so reinziehen muskulär. Und ich hoffe, du kannst es ein bisschen genießen, dieses kräftig sein, ganz im Inneren des Rumpfes. Und dann nochmal abzulegen. Nochmal zu starten mit diesem Längen des Halses, das ist erstmal nur ein paar Millimeter, wo die Hände vielleicht im Kopf helfen, Richtung Scheitelpunkt, Richtung Wand hinter dir und dann steigst du da auf. Bist in dieser
Rundung. Nimmst dann auch noch die Beine hoch, am besten so, dass die Unterschenkel parallel zum Boden sind. Bleib mit der Lende am Boden und dann spiel ein bisschen. Aber halt die Lende am Boden. Kann sein, du kannst nur 2-3 Zentimeter vorholen, die anderen fuschen vermutlich. Ich kann auch ein bisschen fuschen. Ich glaube nicht mal, dass ihr es seht. Aber meine Lende bleibt nicht wirklich am Boden. Lass die Lende am Boden, damit dieser Zusammenhalt im Rumpf gekräftigt wird. Okay. Einen kurzen Moment stellst du das Ganze ab. Und erneut, du kennst den Weg langsam, dieses Reinsaugen, als wäre so ein Vakuum im Bauch und ein Hochrollen über einen langen Bogen. Wenn du eng bist, dann gibt es so einen Hügel, wenn du zu schnell hoch bist. In einen weiten Bogen hoch und dann diesmal geht einmal in Richtung Decke. Und dann senkst du es ab, das Spiel lautet wieder, so lang wie die Lende am Boden bleibt. Und wenn nicht mehr, dann hol das Knie wieder herein. Dann ist das andere Bein dran. Und die wechseln sich ab. Bitte wünsch es einfach dem Rumpf, diese Kräftigung. Wieder nicht die Zentimeter, lass dich nicht blenden vom Äußeren. Geh tiefer in dich hinein, auch im Körper. Krieg einen Bezug zu dem tiefen Halt. Noch einmal beide Beine. Stabiler Rumpf auf dem Boden. Und dann entlass dich. Stell die Beine auf, nimm die Arme weg. Lass dich beschenken und fluten mit Eindrücken. Und erst wenn der Atem wieder die neuen Freiräume ein bisschen gefüllt hat, so mit allen 2 Atemzügen, erst dann würde ich die Beine auch ablegen. Und dann müsstest du eigentlich beschenkt werden. Du hast ja einiges gemacht. Ich hoffe, dass dein Körper dir was Nettes zuflüstert. Ich denke, dass der Atem sehr dankbar ist für das, was du gemacht hast. Und viel ruhiger und länger dahergleiten kann, auf weniger Widerstand trifft vom physischen Körper. Und es ist nicht nur der Atem. Es kann sogar sein, dass diese feineren Systeme noch viel besser übernehmen können.
dich zu versorgen, zu nähren, zu beleben, zu reinigen. Und die Yogis hätten all das nicht gemacht, wenn nicht die Psyche auch mitverändert wird durch dieses Üben. Woran wirst du es erkennen? Vielleicht an den Inhalten, dass etwas, was dich vorher noch besessen hat, es jetzt nicht mehr tut, aber vielleicht noch mehr an der Art und Weise, wie sie arbeiten kann. Und das allergrößte Geschenk könnte sein, dass du vielleicht ohne, dass ich dich wieder mit dem Wegweiser in die Richtung schicke, du schon längst selber ein bisschen geschaut hast, ob du das Schauen selber erkennen kannst, erleben kannst. Vielleicht ist es richtig, so liegen zu bleiben, wenn du diese Mischung gut hinbekommst zwischen Loslassen, aber auch Wachsein. Wenn es nur Richtung noch mehr Loslassen geht und dann Loslassen in den Schlaf, wäre es jetzt eigentlich schade, wir haben noch 5 Minuten zusammen. Dann vielleicht wäre es sinnvoller, dich zu strecken und zu recken, so dass eben diese Wachheit auch wieder mit hineinkommt. Und dann nochmal im Sitzen zu landen. Ich glaube, dass dein Sitzen nur noch kleine Justierungen braucht. Dass dein Atem vielleicht gar keine Justierung braucht. Und auch in der Psyche sei nicht mehr grob. Nicht mehr korrekt. Sondern für dich ganz liebevoll
Und vielleicht brauchst du nicht mal die Führung. Vielleicht bist du schon längst einfach präsent, ganz gelöst und dennoch wie interessiert an diesem Moment. Außen geschieht so viel, innen in dir geschieht so viel. Was ist oder wer ist es, der das alles erlebt? Ich, wirst du sagen. Was ist dieses Ich? Vielleicht möchtest du gerne weitersitzen. Vielleicht ist es so wie eins geworden, das, was sucht und das, was untersucht und das, was findet. Vielleicht geht mehr Aktivität vom Finden aus als vom Suchen.
Ansonsten, für die, die gerne abschließen möchten, macht es Sinn, es nicht einfach abreißen zu lassen, sondern einfach zu wünschen, dass all diese Momente, wo Gutes entstehen konnten, einfach weiterwirken und dass dieses Gute weit über diesen Moment hinausgeht und weit über uns als Personenkreis. Und wer möchte, kommt mit diesem Wunsch nach vorne.